Ja, freut mich, dass wir jetzt zur Vernunft zurückgekommen sind, dass wir bei den Dingen, die eigentlich sowieso alle geeint waren, ich sag mal, höheres Bußgeld für Bildung einer Rettungsgasse, gegebenenfalls dort auch Fahrverbot, aber auch Rechtsabbiegen, wenn man nicht Schrittgeschwindigkeit fährt mit einem LKW, dann wird da auch ein Bußgeld fällig und zwar nicht zu knapp. Das war alles eigentlich lange geeint. Das ist deshalb nicht zustande gekommen, weil einige eben drakonisch bei den Geschwindigkeits Überschreitungen mit Fahrverboten unbedingt agieren wollten. Da haben sich insbesondere die grünen Verkehrsminister jetzt bewegt und sind auf einen guten Kompromiss zurückgekommen. Wir werden in der Tat bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen deutliche Geldbußenerhöhungen haben, aber eben keine Verschärfungen bei den Fahrverboten. Das ist in unserem Sinn und deshalb, glaube ich, können wir da gut zustimmen.